in diesem Video. Geht die Stromkrise nicht weiter? Liegt Flauschi anders? Ist einer am Qualmen? Und liegen Steine irgendwie rum? Willkommen zurück. Wir sind immer noch auf Island, stehen irgendwo im Nordosten und heute gibt's ganz schön was zu tun. Auf geht's! Schönen guten Morgen, hier ist Kai aus Island von Travel Camping Living. Ich bin hier gerade nochmal an meinem Ladebooster dran. Draußen verpasse ich nichts. Immerhin haben wir wieder Sicht. Vorhin war hier komplett Nebel. Man sah nichts. Und draußen ist gut Betrieb und schlechtes Wetter. Was hatten wir ein Schwein gestern Abend? Deswegen Pro-Tipp eines Menschen, der eigentlich keine Ahnung hat. Wenn in Island die Sonne scheint, nicht ins Bett gehen, sondern vor die Tür. Es kommt einfach nicht immer und so häufig vor. Hilft alles nichts. Batterie steht bei 24%. Es kommen gerade knappe 2 Ampere rein. Ohne Multimeter komme ich hier nicht weiter. Ich hoffe, dass ich hier irgendwann mal jemanden treffe, der eins hat und es mir kurz leiht. Solange das nicht der Fall ist, leben wir auf Sparflamme. Das heißt, der Laptop wird im Cockpit geladen während der Fahrt. Da kriegt er über Zigarettenanzünder Strom. Das geht gut. Drohnenakkus funktionieren genauso. Handyakkus werden hier übers Bordnetz geladen. Das kriegen wir hin, ohne die Batterie zu stressen und noch mehr zu verlieren. Ich gucke einfach, dass wir über 20% bleiben, bevor es ganz kritisch wird. Geheizt wird mit der Motorabwärme. Bei der Fahrt halt volle Möhre angestellt, dass man noch ein bisschen Wärme hat, wenn man dann wieder parkt. Das Ganze also kein Showstopper und jetzt nicht hier das Mörder-Riesenproblem. Es beschäftigt uns auch nicht geistig Tag und Nacht. Es ist halt wie es ist und wir brauchen halt ein bisschen Sonne und dann sind wir sowieso wieder safe. Gell, Co-Pilot? Alles super hier, alles locker. Die Truppe nimmt es auch entspannt. Aber ist ja auch logisch, die haben alle einen dicken Pelz. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Haben wir noch ein bisschen was vor. Flauschi, Sonntag. Dein Tag. Monty, hast du auch Bock oder bist du noch zugeschafft von gestern? Okay, dann Flauschi und ich heute. Auf geht's! Und wie geht's hier weiter? Wir fahren die Strecke zurück, die wir gestern gekommen sind, dann auf die 1 und stoppen dann dort, wo es Schlamm gibt nach Stefel, wo es Schlamm gibt nach Schwefel riecht, irgendwas aus dem Boden kommt. Das ist ein Touri-Hotspot. Aber sehen wollen wir es trotzdem. Los geht's. Dann mal los. Verlassen wir unseren Parkplatz hier und schauen, was der Tag so bringt. Vielleicht haben wir ja wieder Glück und gegen später wird es heller. Es kommt mehr Strom rein und es wird sonniger und fürs Auge etwas schöner. Und wenn nicht, dann nicht. Für alle, die wissen wollen, wie hier Anfang Juli so die Temperatur ist bei so einem Wetter, 7,5 Grad. Recht chillig und man kann durchaus eine Heizung gebrauchen. Tramperin, mal gucken, wo sie hin will. Hi, hello. Hi, I'm going to ask for you, but if I can even just get a ride to the highway. Okay, the no problem, yeah, sure. Just a second, I have to remove a few things. Thank you so much. Yeah, no problem. Where are you from? US. US, all right. Oh. Where are you from? Can you take her maybe? Yeah. That's Flauschi. Flauschi? Yeah, Flauschi. That's her name. I'm a YouTuber. I'm traveling with 3 teddy bears and yeah, that's my job basically. That's so awesome. Don't worry. I'm normal actually. I'm normal, but my name is Kai. Bridget. Bridget. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. So where do you want to go? Oh, well, I'm headed to Asbjørn, which is... So right, on the right, yeah, because I'm going the opposite direction. Yeah, if you just take me to the all right. main road, then... No problem. That'll help me get a little further. I hope so. I hope someone will pick you up quickly. Me too, thank you very much. Too bad I'm not going in that direction. So, Bridget bis zur Kreuzung mitgenommen. Leider die falsche Richtung, in die ich fahre für sie. Sonst hätte ich sie noch weiter mitgenommen. Viel Spaß noch. Da sind wir schon an der N1 und fahren rechts. Sind jetzt noch 21 Kilometer. Gut was los auf der Straße. Mehr als sonst, wenn wir unterwegs sind. Tagsüber und bei Touri-Centern mehr Verkehr, aber weit weg von Stau oder Mörderverkehr.
Es kommt halt ab und zu mal ein Auto. Da sind wir an unserem vorläufigen Zwischenhalt heute. Da geht's um heiße Quellen. Ach Gott, da ist tief los. Aber das war zu erwarten. Direkt an der 1 gelegen, da wundert's einen nicht, wenn man nicht alleine ist. Und hier wird wohl kostenpflichtig geparkt oder so. Hier wird das Kennzeichen erfasst. Ja, ich bin noch nicht ausgestiegen, ich bin noch auf Fehlersuche wegen meinem Booster und Nico von Megamobil Campervans brachte jetzt die Idee. Check mal die Sicherungen unterm Sitz, da sind die Sicherungen, die nach hinten gehen. Und hier ist auch eine 2 Ampere D Plus Sicherung. Die habe ich dann nochmal raus und rein genommen, gut eingedrückt und leck mich am Socken. Der Booster läuft wieder. Kein Blinken mehr, kein Weihnachtsbaum, wir haben wieder Strom. Ist das geil, Nico. Also du bist der Held der Woche. Wir laden wieder. Die Ladespannung dümpelt irgendwo zwischen 3 und 20 Ampere hin und her. Das liegt zum einen am modernen Motor, an der Lichtmaschine und so weiter und so fort. Ich denke, wenn wir nachher fahren, dürfte die Ladeleistung stabiler, höher und besser sein. Die Motorbatterie war auch noch mit 11,87 Volt Spannung recht tief. Die haben wir jetzt wieder aufgefüllt und seither kommt jetzt auch hier am Ladebooster wieder mehr rein. Intelligente Lichtmaschinen und so weiter sind halt nicht immer so intelligent, dass es wirklich hinten im Aufbau hilft. Nachdem das Stromproblem jetzt erstmal gegessen ist, esse ich jetzt was. Heute nochmal kalte Küche, morgen dann hoffentlich wieder warm. Und was gibt's zu futtern? Das gleiche wie gestern. Guten Appetit und dann geht's in den Gestank. Vielleicht sollte ich besser danach essen. Nicht, dass mir schlecht wird. Wir lassen die Truppe zurück und machen uns auf den Weg. Denn A wird das Wetter besser und der Tag ist irgendwann auch rum. Und wenig los ist mittlerweile. Denn wie ihr gut sehen könnt, sind alle Reisebusse mittlerweile weg. Das heißt, es ist deutlich leerer. Der Himmel macht so ein ganz klein bisschen auf. Bestes Wetter heute bisher. Und wir schauen jetzt mal, was da hinten so rumqualmt. Denn man sieht schon ordentliche Rauchsäulen aufsteigen. Und das nicht nur linker Hand, sondern selbst die Berge da hinten oben qualmen. Und das sind keine Wolken. Wärmer ist es bisher aber nicht geworden. Affenkalter Wind. 7, 8 Grad, mehr ist nicht. Der Betonplatz kostet Geld. Ungefähr 8 Euro hatte ich gelesen online. Das ist hier aber nirgends angeschrieben. Ich habe kein verdammtes Schild gesehen, wo drauf steht, wie viel es tatsächlich kostet. Ich habe also keine Ahnung. Für das Geld gibt es auch nichts. Keine Toiletten, keine Mülleimer, keinen alten Scheiß. Nur eine Betonplatte. Und Wege mit Schnüren. Alles andere war eigentlich schon hier, weil Qualm tut das hier schon immer. Den ganzen Platz haben sie auch neu angelegt. Auf Google Maps sieht man noch, dass dieser Schotterplatz der Parkplatz ist. Da steht auch ein großes Schild, No Overnight Parking. Für Camper. Und so schaut es hier aus. Überall kleine Krater, Matsch oder Schlamm, der vor sich hin qualmt. Das Ganze ist übrigens Privatgrund. Irgendeiner verdient sich da also eine goldene Nase mit dem Parkplatz. Und falls einer wissen will, wo wir sind, hier. Aber Infos gibt es auch auf Deutsch. Das ist nett. Falls ihr irgendwann mal leichten Schwefelgeruch wahrnehmt, dann kommt das von diesen Bädern. Die haben in der Tiefe von 1000 Metern 200 Grad und dann blubbert halt hoch. Auf Island gab es diverse Schwefelminen. Da wurde Schwefel abgebaut für den Schießpulverherstellungsprozess. Und so blubbern die Dinge hier fröhlich vor sich hin. Und wir gucken mal weiter, laufen ins Gelände rein. Und wichtig, gescheite Schuhe, Gummistiefel mal wieder. Das Beste, was es gibt für Island, Schottland, Marokko, Griechenland, Albanien. Das ist einfach internationales Schuhwerk. So, und jetzt mal kurz Luft anhalten und durchlaufen. Boah, stinkt es. Dafür ist der Wind aber dann mal kurz warm. Und der Boden super matschig. Hier haben sie irgendwie keinen Bock mehr gehabt, das Ganze anzulegen. Und wenn es sich hier aufs Maul haut, dann bist du braun. Hier laufe ich jetzt auch ziemlich alleine rum. Das hat hauptsächlich mit der Bodenbeschaffenheit zu tun. Purer Matsch. Da hätte der Kaimana Spaß dran. Man soll hier auch möglichst nicht vom Weg abkommen, denn es droht Einbrechgefahr in den Boden. Und hier sind wir jetzt an einem weiteren sprudelnden
Vulkan etwas. Die Erdkruste hier zum Teil echt nur ein paar Zentimeter dick und darunter blubbert's und brodelt's. Ist ein bisschen scary, ehrlich gesagt. Bin dann mal noch ein paar Meter weiter gelaufen. Schade, riecht Schwefel nicht nach Erdbeer oder sowas. Es riecht nämlich eben wie Schwefel halt riecht. Oh, die Rauchfahnen sind schön anzuschauen. Am Ende des Geländes kommt man nochmal an ein Blubberfeld. Da kocht es und köchelt es auch vor sich hin und dampft. Ganz schön heiß unter den Füßen. So, jetzt alle mal tief einatmen. Riecht ihr es? Wir stehen voll im Wind. Es ist herrlich. Mir geht gleich die Luft aus. Was wir festhalten können, es gibt hier kein Geysir, nichts, was in die Luft spritzt. Das blubbert alles nur vor sich hin und stinkt und erzeugt Nebel. Ich war schon an romantischeren Plätzen, die weniger gekostet haben und schöner waren, aber es gab da nicht so coole Nebelmaschinen. Hört sich an wie ein fauchender Drache, wenn man mal näher rangeht. Besser nicht zu nah, ist wahrscheinlich heißer Dampf. Und wieder mal sehr krass, da kommt doch tatsächlich um 18 Uhr schlag mich tot noch die Sonne raus. Das gibt's doch gar nicht. Island, abends wird's immer schön, oder wie? Wenn das zur Tradition wird, könnte ich damit leben. Und so beenden wir so langsam unsere Raucherrunde, würde ich mal sagen. Aber einen Qualmer habe ich euch noch nicht gezeigt. Moment, der Kollege da drüben im Sonnenlicht qualmt doch vor sich hin. Eine Menge Rauch um nichts, könnte man das so sagen? Oder wäre das unfair? Ich weiß es nicht. Aber es hat mich jetzt nicht von der Socke geschlagen. Wenn man will, kann man hier auch noch auf die Berge kraxeln. Aber auch nur, wenn man will. Und jetzt würde ich sagen, zurück zum Van. Ich will noch in den Untergrund. Zahlen kann man hier auch per Easy Pay. Jetzt muss man sein Kennzeichen eingeben. Prompt gefunden. Und was kostet der Spaß jetzt? 1200 isländische Kronen. Kartenzahlung. Als Antwort kam, sie haben für ihr 24-Stunden-Ticket bezahlt. Darf ich jetzt hier 24 Stunden stehen oder einen ganzen Tag nur? Und darf man hier eigentlich auch übernachten? Ich habe keine Overnight-Parking-Schilder gesehen, glaube ich. Fragen über Fragen, aber pennen will ich nicht, denn wir wollen ja noch weiter. Dann mal los, schauen wir, ob es die Höhle tatsächlich gibt, ob man da reinkommt und was es damit auf sich hat. Bin mal gespannt. Dann geht es den Berg hoch, ordentlich und oben um die Kurve und dann qualmt es. Hier ist ganz groß Geothermie im Bau und am Werke. Da arbeitet ein Kraftwerk, das hier die Wärme aus dem Boden nutzt, um Strom zu erzeugen oder sowas in der Art. Hier links wäre es jetzt gerade auch noch zu einem Schwimmbad gegangen, das mit warmem Wasser wirbt. Da ist es aber erstens schweineteuer und zweitens auch oft voll. Deswegen fahren wir eine Abfahrt später links und gucken mal, was passiert. Da sind jetzt noch 1,6 Kilometer auf Nebenstraße und vor uns scheint die Sonne.
Und schon sind wir da. Auch nicht alleine, stehen ein paar Autos rum, aber nicht so viele wie vorhin zum Bleistift. Und ich glaube, da geht es dann auch schon gleich rein ins Loch. Bin ja mal gespannt, was das gibt, ob man da überhaupt rein darf. Sieht so eingefallen aus. Ach, stellen wir uns mal neben das dreckige Auto. Da stehe ich vor der Tür, leichter Nieselregen, deswegen gehen wir jetzt dahin, wo es nicht regnet, hoffe ich. Angenehm wenig los ist jetzt am Abend und wir sind genau hier. Früher konnte man da drin tatsächlich baden, dann gab es hier aber Erdbeben und Ausbrüche. Seitdem ist das Wasser zu heiß, 43 bis 46 Grad, baden verboten, alles andere auch. Und da geht's rein. Dass man da rein darf, ist ein Wunder. Oh, rutschig, haut's mir hier schier schon rein und runter. Wir machen hier mal Licht. So sieht es hier aus. Krass. Uns wird gleich wärmer. Ich friere nicht mehr. Die Decke. Wow. Leichter Schwefelgeruch. Das Wasser. Glasklar. Man sieht hier bis auf den Grund und die Steine. Und sieht aber nicht, wie weit es da noch weitergeht und ob es da weitergeht. Ich glaube auch, dass ein oder andere verschüttet. Und die Decke. Alter, dass das hält. Und wieder, ich sag's ja, Gummistiefel. Da kann man mal kurz hier ins Wasser treten und auf den großen Stein steigen hier und nach da hinten schauen. Da geht's nicht weiter, glaube ich. Oder man muss so klettern, dass es auch nicht weitergeht. Ist übrigens ein wunderbarer Ort, um seine Gummistiefel zu reinigen von der Schlammschlacht gerade eben. So, die Frage ist jetzt, wie heiß ist das Wasser wirklich? Ah ja, ja. Ja, ist ein bisschen zu heiß zum Baden. Coole Höhle, aber viel mehr als das, was ich euch jetzt gezeigt habe, gibt's nicht. Schade eigentlich. Hab mich wieder rausgewürgt aus der Höhle. Jetzt geht da rechts noch ein Weg lang. Laufen wir mal hoch im kalten Wind. Wow, und was wir dann sehen? Hier tut sich die Erde auf. Ja, leck. Riesenkrater. Ein Riesencrack im Boden, der sich bis da hinten weiter fortsetzt. Huh, krass. Jo, das sieht ja alle nicht mehr so ganz stabil aus, ganz ehrlich gesagt. Aber man darf hier scheinbar noch laufen. Wir laufen jetzt mitten auf dem Crack. Ja, wirkt stabil. Erst im Nachhinein ist mir klar geworden, was das für ein Riss ist. Hier driften zwei Platten auseinander, nämlich die europäische und die amerikanische Kontinentalplatte. Die driften an dieser Stelle 2 Zentimeter pro Jahr auseinander. Deswegen dieser gewaltige Riss, der sich auch mehr oder weniger durch ganz Island zieht. Gibt übrigens noch einen zweiten Zugang zur Höhle. Der ist genauso schlecht zugänglich wie der erste. Oh, da musst du echt höllisch aufpassen, dass du nicht die Achsen brichst. Und hier ist auch einiges kollabiert. Das sieht nicht unbedingt vertrauenserweckend aus hier. Da hinten kommt das Licht vom anderen Eingang. Da konnte man also immer im Kreis schwimmen. So viel also zu dieser warmen Höhle. Seid ihr mal mit dem Fahrrad unterwegs, euch ist affenkalt, könnt euch da drin ein bisschen aufwärmen zum Beispiel. Ich habe zum Glück meinen Kaiman dabei und kann wieder heizen, denn wir haben ja wieder Strom. Ach, ist das geil. 15 Kilometer, 16 Minuten. Wir fahren zurück auf die N1, ein Stück zurück und dann links und dann hinter uns Tal zum Krater. Dann mal los, versuchen wir unser Glück. Bin gespannt, was uns erwartet. Und so fahren wir wieder auf die Ringstraße an den rauchenden und qualmenden Schornsteinen wieder vorbei und dem türkisfarbenen See, den Berg wieder hoch und überraschenderweise halten wir dann doch nochmal rechts an einem Aussichtspunkt. Yep, erwischt. Nochmal kurz gehalten. Bisschen die Aussicht genießen, Motor laufen lassen, Batterie aufladen. Kann ja nicht schaden, die Batterie zu füllen ein wenig. Und während ich das genieße, ein paar Pistazien. So geil. Die mag außer mir niemand im Team.
Und wenn man lang genug wartet, dann kommt doch tatsächlich noch die Sonne raus für ein Sekündli und bescheint hier die Nebelschwaden, die hier produziert werden. Boah, kalt draußen und zur Feier des Tages. Weil wir wieder Strom haben, genießen Lauschi und ich jetzt Smash. Die Jungs haben ja heute leider frei. Sorry. Na, Flauscheli, möchtest du das Erste? Natürlich nicht. Das Erste geht immer an mich. Vorteste, ob es gut ist, dass ich als Erstes sterbe. Also, ihr wisst schon, ne? Sicherheitsmaßnahmen. Sieht geil aus. Guck da noch aus Versehen noch 1, 2, 3 Strahlen Sonne durch. Das hättest du heute Morgen auch nicht geglaubt. So, Freunde, es regnet wieder leicht ein wenig, immer mal wieder. Wir fahren dann mal weiter. Ein paar Meilen sind es noch. 11 an der Zahl. Dann mal hoch den Berg auf der anderen Seite wieder runter. Schönen Blick werfen auf das Gebiet, wo wir vorhin waren. Und kaum sind wir daran vorbei, geht es für uns links hinter ins Tal. Ins schlechte Wetter. Weit sind wir nicht gekommen. Wir müssen noch mal kurz anhalten. Da duscht jemand mitten auf dem Spot. Das muss man sich ja dann schon doch noch mal angucken. Da gibt es eine heiße Dusche. Und hier steht mitten im Nirgendwo eine Dusche. Was es mit dieser Dusche auf sich hat und ob ich sie benutze und ich es überlebe, das seht ihr dann im nächsten Video und noch so einiges mehr. When the light's shining through.